Hey Leute, was geht? Willkommen zum neuen Video. Das ist jetzt Part 3 von Final Fantasy 15. Wir machen uns jetzt zum Galdin Kai auf dem Weg. Wo ist unser Auto eigentlich? Auto, wo müssen wir denn? Warte mal. Wo müssen wir hin? Wo mischen wir denn? Ach, da unten hin. Holen wir uns jetzt erstmal das Auto, würde ich sagen. Ja, das klingt schon mal nach dem Plan. Und dann gehen wir gleich zum Galdin Kai. Und gucken mal, was da abgeht. Na dann mal weiter. Prompto, lass uns gehen. Schon unterwegs. Soll ich irgendwo Viecher oder? Wenn man angreifen könnte. Angenehm hier. Ja, stimmt. Finde die Grafik ja mega geil, ne? Das Spiel macht echt Spaß. Das ist auch nochmal so eine Truhe, da muss ich, das will ich nochmal kurz holen. Gibt es hier irgendwas zu nehmen? Hier. Sternenanhänger, nice. Irgendwo sind hier Viecher, ich höre das ja. So, habt ihr alle gut mit, oder was? Komm ich am besten nach oben, da können wir hoch. Da oben gleich unser Auto stehen. Ja, da kommt das Auto. Lauf, mein Kleiner, lauf. Da ist es ja. Automatisch fahren nach da. Okay. Gehen wir hier hin. Was sagt der Wetterbericht? Wolkenlos und steigende Temperaturen. Schön. Da. Vielleicht sind wir aber erstmal da, aber sind wir noch nicht am Ziel. Ignis, halt mal an. Verstanden. Dann parken wir hier. Was soll man hier sein soll? Also los, Bewegung. Speichervorgang. Und hier noch irgendwie. Ist hier irgendwas Besonderes? Und Parkplatz. Alter. Ich hab einen, so. Automatisches Fahren. Nicht noch irgendwie was, wo wir Informationen sammeln können? Da waren wir eben. Aufgabenziel. Wir kommen jetzt dahin. Startklar, Ignis. Na dann. Okay. Da fahren wir jetzt hin. Das dauert ein bisschen, glaube ich. Und diese Grafik einfach mega nice. Performance ist auch super gut. Viecher. Oh, das ist echt nice. So ein Auto hätte ich auch gerne, muss ich sagen. Muss ich echt sagen. So. Also Leute, wenn euch Final Fantasy 15 gefällt, dann lasst doch ein Like da.
Über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen und schreibt doch in die Kommentare, was ich sonst so noch für Stuff bringen kann. Vlogs mäßig oder Unboxings, Reviews oder welche Spiele ich denn noch irgendwie spielen soll. Schlagt mir da mal was vor in den Kommentaren irgendwie, worauf ihr Lust habt, oder sagt mir einfach eure Meinung. Das Meer! Und ich kann das Meer sehen! Oh, Tatsache! Das ist der Galdenkai. Schwimmen, das wär's. Dahinter, was ist das für ein seltsamer Berg? Das ist eine Insel. Berg, Insel, wen interessiert das schon? Wir sind hier in einem Feriengebiet. Weiche Betten und Massagen, Leute. Und gute Küche. Die Fischgerichte hier sollen absolut fantastisch sein. Freu mich schon drauf. Da können wir angeln gehen, ne? Irgendwie. Lasst uns bald mal eine Pause einlegen. Ja, sind wir da. Ich hab einen Brand wie ein Garula. Klingt nach einem Grund für einen Boxenstopp. Klingt nach Verschwendung von Zeit und Geld. Ja. Noct, wir sollten unbedingt Medikamente kaufen. Okay. Können wir machen. Medikamente müssen wir kaufen. Okay, erstmal tanken wir auf. Mal voll tanken. So. Das ist echt ein schönes Auto. Gut. Aber was haben wir denn hier? Medikamente kriegen wir hier, denke ich mir mal. Endlich am Ziel. Und von. Alter, lauf weiter. Ja. So. Willkommen. Einkaufen. Heiltrank. Gegengift. Ja. Herzlichen Dank. Königsfeder. Ein Talisman, der der Feder eines unsterblichen Vogels nachempfunden ist. Er belebt ein Gruppenmitglied aus dem aus der Kampfunfähigkeit und beschleunigt die LP- und MP-Regeneration. Haben wir auch noch mal ein paar, so drei Stück. Super Elixier haben wir vier noch, damit jeder eins hat. So. So, jetzt haben wir zwar noch kaum Gil, aber ist halt so. Warte mal. Ich habe kein Geld mehr. Ich habe kein Geld mehr, wir sind pleite. Was ist es? Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Da bin ich aber gespannt. Nice. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal echt dahin. Also echt schön hier, ey. Der Wind ist wie schön das aussieht, Leute. Ich muss schon sagen, das ist echt schön. Übel hier am Meer. Ach, stimmt. Schöne Wellen, schönes Wasser. So richtig am Meer. Schönes Gebirge. Ich wollte gerade sagen, schönes Gesicht, Leute. jetzt sieht schön aus hier. Also ich jetzt habe ich auch wieder richtig Bock auf Urlaub irgendwie. Wenn man auch mal wegfahren würde oder sowas. Richtig schön, keine Ahnung, Malediven oder sowas. Ich war das letzte Mal im Urlaub vor keine Ahnung, drei Jahren oder sowas. Oder vier Jahren, vor vier Jahren. Schlechte Neuigkeiten. Was? Okay. Ihr kamt, um in See zu stechen. Woher weißt du das? Doch, der Hafen ist geschlossen. Wer bist du überhaupt? Ein gestrandeter Wanderer wie ihr. Ich sehne mich nach meinem Zuhause. Ich vertraue dem Typ nicht. Und alles nur wegen des Waffenstillstands. Eine Sondermünze zum Friedensabkommen? Hä? Echt jetzt? So ein Quatsch. Das ist euer Taschengeld. Hä? Hey. Sag schon, wer bist du? Sagt sich doch schon, ein Wanderer. Naja. Glaube ich nicht. Ja, klar. Glaube ich nicht. Der Typ ist echt komisch. Ob es stimmt, dass die Schiffe nicht fahren? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Am besten, wir schauen mal nach. Ich glaube, dieser Fisch ist mein neues Leibgericht. Wirklich?
magst du lieber als Fritten? Also gut, mein neues Fischleibgericht. Erstmal schlafen wir eine Runde. Herzlich willkommen. Oh fuck, wir haben kein Geld. Das ist belastend. Herzlich willkommen bei uns. Wie wäre es mit etwas frischem Fisch? Nee, erstmal Ortsinfos. Eigentlich sind wir ja ein Restaurant. Ah, können wir da schlafen. So. Jagd. Was treibt sich hier rum? Wir den auch an, ja. Wünsche gutes Gelingen. Auf was haben Sie denn Appetit? Keine Ahnung. Müssen gucken, was wir uns leisten können. Alles viel zu teuer. Können wir uns nicht leisten. Bitte riskieren Sie nicht zu viel. Das können wir nicht leisten. Was sind noch unsere Aufgaben hier? Hoffentlich öffnen wir den Hafen morgen wieder. Okay. Die Hochzeit der Kanagi steigt in Altissia. Hab ich recht? Ja, da wäre ich liebend gern dabei. Sollen wir ein Bötchen chartern? Der Hafen scheint also Betrieb, ja. Weit und breit kein Schiff zu sehen. Aber wieso? Frage. Dann gehen wir jetzt erstmal schlafen. Weil man aus Altissia derzeit nicht wegkommt. Meinen Quellen nach hat Niflheim angeblich ein Embargo verhängt. Ihr müsst die Noctis-Truppe sein. Habe ich recht? Höchst erfreut. Mein Name ist Dino. Ja, als Reporter habe ich so meine Quellen. Von mir bleibt nichts geheim. Von eurem Jagddebüt habe ich ebenfalls gehört. Ihr seid inkognito, oder? Keine Angst, ich halte dich. Allerdings wäscht eine Hand bekanntlich die andere. Ich höre dir mal zu. Was ich höre einfach mal zu. 18 EP. Sehr schön, du fackelst nicht lange. Gib mal deine Karte. Hab euch auf der Karte eine Stelle markiert, wo es Rohedelsteine gibt. Die brauche ich für meinen Zweitjob. Im Gegenzug versuche ich, euch ein Schiff für die Überfahrt klar zu machen. Oh, und meinen Mund zu halten, natürlich. Okay. Legen heute wirklich keine Schiffe ab? Nein. Anscheinend lassen sie niemanden mehr hin. Momentan sind hier preisgekrönte Fotos des... ein Fotoweb zum Thema Ignis zu bewundern, okay? Was Dummes. Wie kriege ich denn jetzt meine Lieferung rüber? Der Typ hat uns ja direkt erkannt. Naja, wir verheimlichen es auch nicht wirklich. Er meinte, er sei Reporter. Wenn wir einen Artikel über uns vermeiden wollen, sollten wir uns gut mit ihm stellen. Das Essen hier schmeckt ausgezeichnet. Liegt doch was auf dem Boden. Metallsplitter. So, was haben wir noch hier? Wirklich wunderschön. Echt schön hier. Mal sehen, ob sich hier ein paar Zutaten auftreiben lassen. Bestimmt. Was ist da denn hier? Und da. So. Eine Katze. Yes. Was ist? Gehst du spazieren? Hast du dich etwa verlaufen? Dann hast du bestimmt Hunger.
Hunger also. Verstanden. Warte mal eben. Jungs, wir müssen hier irgendwas suchen. Futter, meinst du? Du könntest was angeln. Gute Idee. Das machen wir. Okay, überall wo sich ein Steg befindet, kann Noctis seine Angel auswerfen. Okay, cool. Einmal Cremefilet besorgen. Wo kann ich denn angeln denn? Wo kann ich denn angeln? Da kann ich angeln. Da. Gehen wir da mal hin, ne? Und holen uns und füttern die liebe Katze. Ich bin ja sowieso ein Katzenliebhaber, ich werde mir auch bald wieder eine zulegen. Also nächstes Jahr irgendwann. Ja. Oder Anfang nächstes Jahres. Habe ich nicht richtig Lust zu. Weil mein Kater ist leider letztes Jahr verstorben. Mit 17 Jahren oder 18 Jahren wurde er. 17 wurde er, genau. Und ja. Ja, dann habe ich so ein bisschen Pause gemacht. Und ja, jetzt habe ich wieder Lust auf eine Katze. Ach, ein weiter. Okay, lol. Habe ich wieder Lust auf eine Katze. Oder auf Kater, eher gesagt. Aber ich weiß noch gar nicht, was ich mir für einen holen möchte. Weiß ich noch gar nicht. Moin moin, zum Küstenfischen hier? Mal so ein Ding. Ein Wobbler. Besten Dank. Schaft und Schnurriss. Hier, schau mal. Was denn? Hey, Nord. Da kann man bestimmt gut angeln. Echt jetzt? Ja, denke ich auch. Das wäre das erste Mal, dass wir außerhalb der Königsstadt angeln. Was ist hier? Du kannst eine Angestelle. Du hast eine Angestelle erreicht. Hier kannst du nach Lust und Laune auf Fischfang gehen. Versuche es am besten gleich einmal, okay. Wähle zunächst eine Stelle, an der du deinen Köder auswerfen willst. Der mag. Der Marker auf der Wasseroberfläche reagiert, wenn sich ein potenzieller Fang in der Nähe befindet. Okay. Ja, okay. Und zieh dich an ihm und dem Marker, wenn du einen Köder auswirfst. Okay. Okay, jetzt ist wieder keiner da. Mit R einholen und mit da die Arme bewegen. Du brauchst die Schnur übrigens nicht komplett einzuholen, um den Köder neu zu werfen. Das geht jederzeit, wenn kein Fisch am Haken hängt, versuche es aufs Neue. Wenn partout nichts anbeißen will, okay. Fisch auf dem Köder aufwachsen wollen. Versuche ihn durch langsames oder unregelmäßiges Einholen der Schnur zum Anbeißen zu bewegen, okay. Immer schön das Gewicht des Köders beim Auswerfen im Hinterkopf behalten. Warte mal, okay, jetzt nach. Angebissen. Sich los, so als richtig die Route in die Richtung des Pfeils aus, um die Schnurspannung zu verringern. Dann Reißen der Schnur zu verhindern, okay. Habe ich ihn? Oh, gut gemacht, Nord. Ich hab ihn. Leuchtbrasse. Okay, nice. Sieht schön aus. Nice. Wenn du Zutaten brauchst, dann orientiere dich am Radar rechts oben. Zum Kochen geeignete Fische werden durch gelbe Punkte angezeigt. So kannst du gezielt angeln, was du gerade brauchst. Okay.
Angewissen, so. Gleich hast du ihn. Nicht aufgeben. Ja. Beim nächsten Mal klappt es. Lass uns hören, ich kann nichts mehr angeln. Kannst du nicht mal die Schnur auswechseln? So. So. Schon näher um uns. Konzentrier dich. Den haben wir. Den haben wir. Ist auch wieder so ein Leuchtding, ne? Leuchtbrasse, ja. Ich brauche eine Makrele. Ich brauche eine Makrele. Gleich hast du ihn. Nicht aufgeben. Ja, cool, das ist auch weg. Budget. Oh nein! Das ist echt ärgerlich! Ja, das ist halt echt ärgerlich. Dann machen wir richtig durch hier, ne? Dann nehmen wir mal richtig die starken Angeln hier. Bock. Wow. Oh, gleich so. Aber ich brauche eine Makrele, Mensch. Ich brauche eine Makrele. Ich glaube, ich habe hier jetzt erstmal mal mit dem Angeln auf. Hallo, ich habe gesagt, ich höre mit dem Angeln auf. Kann anscheinend nicht aufhören, keine Ahnung. Aber meine Controller reagiert gerade nicht. So, kann ich jetzt aufhören hier? Das funktioniert alles, aber warum kann ich nichts mehr machen? Angelzubehör. Mit die halt mit. Mal gucken, was wir jetzt hier finden. Nix. Will ich einfach gehen? Ja, ich will jetzt schlafen gehen. Weil ich glaube nicht, dass jetzt um diese Zeit noch viel hier los ist. Gehen wir jetzt erstmal schlafen gehen. Wo ist denn hier? Na, wir müssen nach links. Nach links müssen wir. Gehen wir erstmal schlafen. Kommen wir am nächsten Tag wieder. Was war das denn? Ich glaube, okay. Ja, wir gehen jetzt aber nach links erstmal. Was ist hier noch? Grünsteinsplitter. Es geht jetzt erstmal selten. Gucken, wo ist denn der Zeltplatz genau? Links von uns. Links von uns. Bei uns kommt noch die Truhe und dann gehen wir zelten. Oh, da sind Gegner. Noch rechts,
Skorpione, okay. So. Wo ist denn der Zeltplatz jetzt hier? Ist er auch hier irgendwo? Kämpfer habe ich jetzt gerade nämlich keine Lust. Nicht sonderlich jedenfalls. Wo ist denn der Zeltplatz jetzt genau? Wir sind fast da. Muss er hier irgendwo sein? Ach da, da drüben. Da ist er doch. Haben wir hier auch gleich noch hier unser Feuergestein hier. Das absorbieren wir mal. So, dann holen wir uns noch das Eis. Nur mit noch das Blitz. So. Dann übernachten Vielleicht wir hier erstmal. Wir heute hier übernachten. Zelten. Sie sollten erstmal etwas essen. Sich auch so. Okay. Machen wir uns ein schönes. Das sieht doch lecker aus hier. Pökelfleisch, ja? Da kriegen wir ja richtig Hunger gerade. Lecker aus. So. Welche Fotos sind gut geworden? Du bist begabt, Prompto. Das ist schön geworden. Das speichern wir. Das ist scheiße. Das hat was. Na, es ist zu unterbelichtet oder. Weiß ich nicht. Überunterbelichtet, glaube ich, ja. Auch gut geworden. Das ist auch schön geworden. Ja, das ist ein schönes Ambiente. Da, da, da. Dass Ignis aber auch immer so eine Spaßbremse sein muss. Na, wieder zum Frühaufstehen verdonnert worden? Ah? Vielleicht kann ich dir da helfen. Noct, was hältst du davon, wenn wir morgen früh am Strand trainieren? Ja, finde ich gut. Wenn's denn sein muss. Okay, bei Sonnenaufgang geht's los. Wehe, du verpennst. Dein Freund hat sich auf einen Streifzug eingeladen. Schließe dich ihm an. Ihm beim Morgengrauen an und erfülle eine spezielle Aufgabe. Du darfst dich nicht so weit von der Lagerstelle entfernen. Okay. Da vorne sieht's ganz gut aus. Hier lang. Wohin denn? Schön. Gladius, wo schon hin? Und? Was trainieren wir jetzt? Wozu eignen sich Strände besser als zum Laufen? Wie? Das ist alles? Warte mal ab, bis du ein paar Runden hinter dir hast. Der weiche Sand wird dir einen Muskelkater verpassen, an den du noch lange zurückdenken wirst. Der perfekte Start in den Tag, Kumpel. Glaub's mir. Okay. Wie wär's mit einem Wettrennen? Der Spannung wegen. Wettrennen? Genau. Wenn du verlierst, bist du mit sofortiger Wirkung mein allmorgendlicher Trainingspartner. Okay.
Das ist ein verdammt guter Ansporn zu gewinnen. Da vorne ist unser Ziel. Los, in Startposition. Okay. Auf die Plätze, fertig. Los! Meine Fresse, der ist ganz schön schnell. Also so kriegst du mich nie. Ja, dann bin ich wohl sein Trainingspartner, ne? So schneller können wir nicht als so. Oh, lol. Nein, nein. Lol. Zaubern! Der Sieg geht an mich. Schiebung! Wenn du wieder mal Lust hast, sag einfach Bescheid. Ich dachte, ich müsste jetzt jeden Morgen ran. Nee, das hältst du doch gar nicht aus. Los jetzt, Rückmarsch. Nicht schlecht, Gladio. Hast mich fast so weit, es dir beweisen zu wollen. Ja. Hey, Kopf hoch, Kleiner. Hey, lass das. Beim nächsten Mal klappt's bestimmt. Ach ja? FP erhalten. Okay, cool. Gut, ich würde sagen, machen wir jetzt hier einen Cut und dann sehen wir uns beim nächsten Part, ja? Haut rein, Leute. Ciao, ciao.